15. Merci. Danke. Danke. Die Zielgruppe der Leitgedanken sind normalerweise ja Amtsträger. Normally the people receiving the Divine Service Guide are ministers, but wir wollen das heute etwas umdrehen. We're going to turn that around a little bit today. Wir wollen natürlich auch den Nutzern, den Zuhörern, vielleicht auch den Jugendlichen ein bisschen das Leitgedankenheft oder die Beiträge näher bringen. We'd like to sort of introduce this the Divine Service Guide to others, not just the users, but also to perhaps other listeners or the young people. Wer von euch ist der Nutzer von den Leitgedanken? Wer hat so ein Heft? Who of you is a user of the Divine Service Guide? Put up your hand. Gegenfrage. Wer hat so ein Heft noch nie gesehen? And another question, who has never seen such a booklet? Es gibt also auch ein paar, die das Heft gar nicht kennen. Oh, is there a few that who've never seen it before? Was sind Leitgedanken? Vielleicht ganz kurz. Hier auf dem Heft steht drauf, Leitgedanken zum Gottesdienst. What is the Divine Service Guide? It says here on the front, Divine Service Guide for the Service. Das ist also die offizielle Bezeichnung. That's the official designation. Die monatliche Schrift der Neubistischen Kirche, international, weltweit. This is a monthly publication. It's used around the world, internationally. Wer bekommt sie? Die Amtsträger? Who receives that? It's the ministers. Funktionsträger, Dirigenten, Dirigentinnen und Organisten, Organistinnen bereiten sich auch damit vor. Of course, there are other functionaries who also work with it, the organists and choir leaders that also prepare for services with it. Und wozu sollen sie dienen? Das waren so die drei Fragen. And what purpose should it serve? Those were the three questions, basically. Wir bilden zuerst mal das Kirchenjahr ab mit den Heften. First of all, we try to go through the church year with these articles and with these leaflets. Die Beiträge dienen zur Vorbereitung der Predigt. These articles are supposed to help prepare for the sermon. Sie sind aber keine fertige Predigt. But they are not a complete sermon. Hier ein paar Beispiele. Here are some examples. Von links nach rechts. And from left to right. Kroatisch, Russisch, Croatian, Arabisch. Croatian and then Russian and Arabic. Dieses Heft, das wir hier weltweit vertreiben, in 75 Sprachen wird es übersetzt. This document is translated into 75 languages. Das wird 75.000 Mal aufgelegt. 75.000 times it's printed or und 120.000 Mal wird es als das Yearbook gedruckt. And 120.000 times it's printed as a yearbook. Es hat einfach damit zu tun, dass 83% der Mitglieder in Afrika leben. That has to do with the fact that about 80% of the Neapostolic population lives in Africa. Und jetzt kommen wir an so ein grundsätzliches Problem, wie wir so einen Transfer in so einen Kontinent, so einen spannenden Kontinent hinkriegen. And now we arrive at a significant and basic problem. How do we get all of these documents into such a vast area? Also wir haben den Vorlauf 2 Jahre, bis das Heft steht als Monatsheft. First of all, it takes us about 2 years till we get this, that it arrives in the format of a monthly leaflet. Und bei allen Prüfvorgängen und Übersetzungen bedarf es dann, ja, das wird so knapp, dass wir in der Regel 2 bis 3 Monate vorher ausliefern. So druckfrisch ist es dann. So we have all of the different things that have to do with the editorial and the translating and so on, so that we get to the point where we're only about 3 months ahead of time before that is delivered in the monthly leaflet format. Und das funktioniert in Afrika natürlich so nicht. And that of course will not work in Africa in that manner. Deshalb machen wir das dort anders. That's why we take a different approach there. Wir sammeln jeweils, ich sage jetzt mal, das alle Monatshefte 2019. So, like we would gather all of the different monthly leaflets from the year 2019, for example. Bringen die zusammen. Compile them into one. Und das kriegen die Gebietskirchen in Afrika. And then the district churches of Africa would receive it in that format. Und dann übersetzen die das natürlich in XX Sprachen. And then they, of course, would translate it into all sorts of different languages. Bis dieses Jahrbuch dann übersetzt ist. And by the time that this yearbook is translated. Und vor Ort gedruckt wurde. And then printed locally. Und ausgeliefert wird, and then delivered. Es ist 2021, bis es da ist. It will take us 2000 to the year 2021 before we have it. Also deshalb versuchen wir, so viel wie möglich das zu verbreiten und in die Masse zu bringen. That's why we do our best to try and bring it as far, deliver it as broadly as we can, as widely as we can. Für 83% der Mitglieder der NAK. Because we're talking about 83% of the membership of the New Apostolic Church.